FIFA ist tot. Jetzt auch ganz offiziell. Denn dieses Jahr erscheint kein FIFA 24. Die Lizenzrechte an diesen Namen hat EA abgegeben. Aber natürlich wird jetzt nicht eine der finanziell erfolgreichsten Spielemarken der Welt einfach eingestellt. Stattdessen heißt FIFA nun EA Sports FC 24. Was umständlicher klingt, aber dafür auch nach einem dringend benötigten Neuanfang. Allerdings muss ich die jubelnden Massen in diesem Fall direkt einmal zurückpfeifen. Ja, FC 24 fühlt sich gelegentlich ein wenig anders an als früher, im Kern hat EA allerdings einfach nur den Verein gewechselt. Das Trikot hat eine neue Farbe, doch darin steckt weiterhin derselbe Spieler. Gut, ein wenig verbessert hat er sich aber auch. Dieses Video wird euch präsentiert von Manscaped, eurem Partner für Männerhygiene. Halloween steht vor der Tür. Aber das heißt nicht, dass ihr wie ein haariger Werwolf rumrennen müsst. Deshalb gibt's von Manscaped das Doppelpaket für die Bartpflege. Für die schnelle und unkomplizierte Glattrasur am Morgen gibt's den kompakten Handyman. Der wasserdichte Elektrorasierer kombiniert Langhaartrimmer und Folienschere-Element für eine optimierte Rasur. Damit werdet ihr zu Hause und auf Reisen unkompliziert euren 3-Tage-Bart los. Eine Glattrasur ist nicht euer Stil, aber dafür ein gepflegter Bart? Dann greift zum kabellosen Barttrimmer Beard Hatcher mit 20 Voreinstellungen für maximale Flexibilität. Über das Zoomrad am Universalaufsatz könnt ihr die gewünschte Trimmlänge einstellen. Für den sauberen Cut sorgt eine titanbeschichtete T-Klinge. Handyman und Beard Hatcher bekommt ihr jetzt mit 20% Rabatt und kostenlosen Versand, wenn ihr auf der Website von Manscaped das Codewort GAMESTAR eingebt. Den Link gibt's in der Videobeschreibung. In der Vergangenheit straften wir FIFA zunehmend häufiger dafür ab, wenn die Reihe sichtbar auf der Stelle dribbelte. Letztes Jahr profitierte das Spiel zumindest auf dem PC noch davon, dass es grafisch endlich in die gleiche Liga wie auf der PS5 und Xbox Series X und S aufsteigen durfte. Den Luxus hat FC 24 dieses Jahr nicht. Technisch bleibt die Simulation erstklassig, spielt aber auch nicht unbedingt um einen Platz in der Champions League. Ja, die Spielerinnen und Spieler sehen grafisch wirklich gut aus und die Anzahl an Animationen in jeder Partie ist umwerfend. Aber selbst in Bewegung lässt sich nicht unmittelbar sagen, ob eine Szene nun aus FIFA 23 oder FC 24 stammt. Aber macht euch erstmal ein eigenes Bild. Und auch spielerisch werdet ihr nicht sofort mit einem Übermaß an Neuerungen oder gar einem strategischeren Spielgefühl konfrontiert. Wer FIFA das gesamte Jahr überspielt und dann den Wechsel vollführt, dem werden nuancierte Unterschiede auffallen. Die gibt es immer. Aber sowohl in Sachen Tempo als auch Spieloptionen bleibt doch vieles beim Alten. Aber eben nicht alles. Höchstwahrscheinlich werden FIFA-Veteranen schon nach einigen Spielminuten bemerken, dass FC 24 die Tastenbelegungen etwas durchschüttelt. Gerade dann, wenn ihr bevorzugt starke Steilpässe nach vorne getroschen habt oder flachgespielte Flanken zu schätzen wusstet. Statt einen Ball mit R1 und Steilpass mit Wucht in die Spitze zu spielen, legt ihr nun den exakten Passweg fest, den ihr hier sehen könnt. Auch Flanken werden auf diese Weise kontrolliert in den Raum gespielt. Wobei kontrolliert vielleicht etwas viel gesagt ist. In der Praxis steuert sich das Ganze etwas fummelig und erfordert einiges an Übung, bevor es in Fleisch und Blut übergeht. Auch die wuchtigen Pässe und Flanken sind noch immer möglich. Allerdings durch Drücken von R1 und L1 oder eben RB und LB auf der Xbox. Das fühlt sich erstmal etwas umständlicher an als nötig und verwirrt zusätzlich, weil wir den starken Flachpass nach wie vor nur mit R1 spielen. Die Minispiele oder Trainingseinheiten helfen zwar, die Pässe ohne Druck zu üben, allerdings fehlt hier ein Bereich, der sich gezielt auf alle Neuerungen konzentriert. Während die Offensive mit neuen Pass- und Abschirmoptionen auftrumpft, gibt es in der Defensive kaum nennenswerte Neuerungen. Hier spielt sich FC 24 immer noch wie FIFA. Das macht die Verteidigung nicht schlecht, zumal Verteidigen meistens eher von Timing und Stellungsspiel geprägt ist, fühlt sich inzwischen aber trotzdem einfach ein wenig innovationsarm an. Etwas mehr Freude bereitet das Abwehrspiel, wenn sich darunter Spielerinnen oder Spieler mit den neuen Spielstilen befinden. Das Spielstil-Feature wurde nämlich für FC 24 general überholt und zählt tatsächlich zu den spannendsten Neuerungen. Es gibt 34 Spielweisen und viele davon haben einen spürbaren Einfluss darauf, welche Aktionen eure Kicker besonders gut drauf haben. Einige Grätschen eignen sich damit deutlich öfter, um einen Konter einzuleiten und manche Stürmer hauen dank des Powerschusses in wenigen Sekunden einen nahezu unhaltbaren Hammer raus. Außerdem setzen sich Flitzer mit schnellen Schritten noch leichter von ihren Verfolgern ab. Im Multiplayer und gerade in Ultimate Team
vergrößert sich so zwar die Schere zwischen Weltstars und normalen Spielern noch weiter, aber dafür fühlt sich jeder auch nach etwas Besonderem an. Dank der neuen Menüs wirkt FC24 im ersten Moment zwar etwas anders als FIFA 23, neue Spielmodi verbergen sich darin allerdings nicht. Es bleibt im Singleplayer bei der bekannten Mischung aus Anstoß-, Turnier- oder Karrieremodus und auch Volta ist mit Hallen- oder Straßenfußball wieder dabei. Hier ändert sich inhaltlich ebenfalls kaum etwas, wobei zumindest der Karrieremodus dieses Jahr durchaus etwas aufgewertet wurde. Als Manager übernehme ich die Verantwortung für eine Mannschaft und kann mir entweder einen neuen Trainer oder eine Trainerin erstellen oder wähle ein bekanntes Gesicht. Dann kann ich auch als Pep Guardiola oder wie hier Simone Inzaghi Eintracht Frankfurt trainieren, der absurderweise gut 15 Jahre jünger aussieht. Kurz danach wähle ich eine strategische Vision für meine Mannschaft. Die neuen strategischen Visionen bringen eine spannende Ebene ins Spiel, die mir als Trainer eines Teams das Gefühl gibt, einen prägenden Einfluss auf die Mannschaft zu nehmen. Hier kann ich nun entscheiden, ob ich eher auf Tiki-Taka, Konter oder Gegenpressing setze. Die Voreinstellungen gestalten es einfacher, die komplette Strategie mit nur einem Knopfdruck zu ändern und sie machen sich vor allem durchaus bemerkbar. Strategie, Formation und zum Teil auch Spieler sollten gut auf die gewählte Taktik abgestimmt sein. Beispielsweise lohnt sich ein Konterstil nur bedingt, wenn mein Sturm nur aus lauffaulen Schwergewichten kurz vor dem Ruhestand besteht. Ich kann sogar Co-Trainer einstellen, die sich mit einer Taktik ganz besonders gut auskennen. Das ergänzt sich wunderbar mit den neuen Spielanalysen, die mir Aufschluss über die Taktik der Gegner geben. Mit den überarbeiteten Trainingseinheiten statte ich dann meine Spieler für die Dauer eines Matches mit Spielstilen aus. Das ist deutlich motivierender als das zeitaufwendige Training von früher, das nur ein paar subtile Werteverbesserungen brachte. Klar, im Kern solltet ihr auch dieses Jahr keine Karriereoffenbarung erwarten und schon gar keine wirklich tiefgehende Managererfahrung. Aber im Vergleich zu vielen Alibi-Neuerungen der Vorjahre gibt FC24 dem Modus durchaus einiges an dringend benötigten Schwung. Für Schwung sollen auch ein paar neue dynamische Momente sorgen, etwa wenn ein Spieler zum Verein dazustößt oder abwandert. Hier haben wir den zum Saisonbeginn enorm ausgedünnten Angriff der Eintracht durch die Verpflichtung von Anthony Martial verstärkt. Wundert euch nicht, dass Martial stolz ein generisches Trikot präsentiert. Das ist noch ein visueller Bug, der bei diesen Cutscenes gelegentlich vorkommt. Irgendwann werdet ihr die Momente aber wahrscheinlich sowieso überspringen, weil FC24 hier eigentlich immer die gleichen Szenen zeigt, nur halt mit anderen Spielern. Ich wollte jedenfalls schon sehr bald nicht mehr jedes Mal zusehen, wie Spieler XY hängenden Kopfes aus dem Stadion latscht. So viel zum Singleplayer. Für viele Fans da draußen lebt EAs Fußballsimulation aber in erster Linie vom Multiplayer. Auch hier gibt es zwar keine neuen Spielmodi, dafür aber jetzt durch die Bank Crossplay. Sogar für Pro-Clubs, das jetzt nur noch Clubs heißt und wo jeder eurer Mitspieler nur einen Mitspieler oder eine Mitspielerin kontrolliert. Ihr könnt jetzt also auch mit und gegen Menschen auf anderen Plattformen antreten. Zumindest solange die Versionen identisch sind, also PS5, Xbox Series X und S und PC spielen zusammen und die Last-Gen-Konsolen bleiben unter sich. Für die Switch gibt es überhaupt kein Crossplay, aber die Version bekommt zumindest zum ersten Mal seit Jahren ein Upgrade auf die Frostbite Engine, kann in Sachen Animationen und Optik allerdings noch lange nicht bei den Heimkonsolen mithalten. Etwas umfangreicher fallen die Anpassungen an Ultimate Team aus. Und ja, der Modus bleibt die gleiche Pay-to-Win-Hölle wie in den Jahren zuvor. Deshalb und aufgrund des undurchsichtigen Glücksfaktors ist FC24 auch ab 12 Jahren freigegeben und nicht wie die früheren FIFA-Spiele ohne Altersbeschränkung. Zwar lässt sich mit dem Sammelaspekt und dem Teambuilding durchaus Spaß haben, man muss sich aber eben bewusst sein, dass man ohne Echtgeld auszugeben mit massiven Nachteilen in die Saison startet. Daran ändert auch die größte Neuerung nichts, die eigentlich zu einer der innovativsten Anpassungen im ganzen Spiel gehört. Die sogenannten Evolutions erlauben es, durch das Erfüllen von Herausforderungen, Spielerkarten aufzuwerten und mit neuen Fähigkeiten auszustatten. Eine durchaus coole Idee, die aber zum Teil ebenfalls Echtgeldwährungen voraussetzt und damit das Pay-to-Win eher noch unterstützt als entkräftet. Außerdem bleibt es dabei, dass sich das Online-Spiel zum Teil recht drastisch vom Spiel gegen die KI unterscheidet. FC24 fühlt sich vor allem in Foot augenblicklich sehr viel arcadiger an und sorgt für ein viel höheres Tempo. Zumal jeder Ultimate-Team-Fan weiß, dass Geschwindigkeit auf jeder Position immer einen Vorteil bietet. Daran ändert sich auch dieses Jahr wenig. Lobenswert ist die Integration von Frauen in Ultimate-Team, die wie bei Clubs an der Seite der Männer spielen und damit die Auswahl an Karten enorm erhöhen. Die Spielerinnen sind dabei durch die Bank ihren männlichen Mitspielern ebenbürtig, mit einer Ausnahme. Die Frauen sind trotz guter Werte in der Regel kleiner als die Männer.
Das macht sie auf einigen Positionen eindeutig schwächer. Etwa sollte eine Innenverteidigerin schon die meisten ihrer Kopfballduelle gewinnen können. Ob sich FC24 für euch lohnt, hängt wie immer davon ab, was ihr eigentlich davon erwartet. Es gibt da draußen eben die Leute, für die ein neues FIFA oder eben nun FC-Spiel sowieso immer eingeplant ist. Und diese Leute erwartet ein Fußballspektakel wie jedes Jahr. Sogar mit zum Teil wirklich mitreißender Präsentation. Wer aufgrund der Namensänderung auch auf eine inhaltliche Revolution hofft, muss wohl noch ein paar Ableger abwarten. FC24 bietet zwar durchaus ein paar spielerische Anpassungen und gerade die Spielstile sind ausgesprochen gut gelungen, aber nichts davon fühlt sich nach der großen Neuerung an, von der EAFC noch jahrelang zehren wird. Es gab schon schwächere Jahrgänge, aber auch deutlich bessere. So gesehen ist FIFA wohl doch nicht tot, sondern so lebendig wie nie und mittlerweile nahezu konkurrenzlos. Wer also seinen jährlichen Kick braucht und mit den Ausgaben leben kann, der hat fast keine Wahl, als zu FC24 zu greifen und macht damit zumindest auch nichts grundlegend falsch. And you're in good company.